Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Mark of the Ninja. Wir sind gerade mitten in der Mission, haben einen Hund am Wickel und versuchen, die zweiten Schlüssel zu klauen. Und ich hoffe, der geht nicht hier rein. Oh, bitte nein. Nee, der geht nicht da rein. Das ist schon mal sehr viel wert. Aber wir verstecken uns mal hier. Und die Tür ist offen. Das heißt, er könnte die Hundeleiche sehen. Verdammt. Da habe ich nicht nachgedacht. Ja, der hat den Hund gesehen, den Toten. Was natürlich extrem ungünstig ist. Wenn der jetzt Alarm auslöst. Macht er aber scheinbar nicht. Oh, gehen wir mal ganz schnell wieder rein. Ja, das interessiert ihn gar nicht weiter, dass da ein toter Hund liegt. Hat zumindest keinen Alarm ausgelöst, was schon mal sehr nützlich ist. Gleich. Und gesehen hat er uns offensichtlich auch nicht, sonst hätten wir schon mehr als eine Kugel im Kopf gehabt. So in etwa. Ich weiß, dass ich hier aufsperren muss. Oh, beeil dich, oh, beeil dich, oh, beeil dich. Oh, viel zu knapp. Uiuiuiui, das war mir eindeutig eine Nummer zu knapp. Ja, den Typen kann ich hier einfach gleich von hinten killen. Oh. Ja, oder ich töte ihn gleich aus dem Versteck hier. Der Typ da unten wundert sich immer noch. Hä, wo ist der hin? Ja, etwas lustig. Der Trottel da unten. Der uns fast entdeckt hat und Gott sei Dank aufgrund des toten Hundes keinen Alarm ausgelöst hat. Das hätte auch nochmal Probleme bereiten können. Na, aber ihn können wir easy killen. Und bevor der andere Typ was merkt, dass der Typ, der gerade mit ihm Patrouille gemacht hat, weg ist, ist er wahrscheinlich auch schon wieder tot. Ja, komisch, ne? Da war doch gerade noch ein Typ, wo ist der nur hin? Ja, der ist bestimmt nur kurz aufs Klo gegangen. Der macht nur gerade eine Pinkelpause. Überhaupt kein Grund zur Besorgnis. Dreh dich um und du bist tot. So. Und ein weiterer Stealth-Kill. Und du bist auch hier aufgeräumt. Runter mit dir. Oh. Nehmen, werfen. Schön. Versteckt. Ey, da stand nicht, dass er versteckt ist, oder? Warum bist du nicht versteckt? Ja, jetzt stand da, dass er versteckt ist. Interessant, warum das manchmal nicht funktioniert. Ja, erst als ich ihn hingelegt habe, galt er als versteckt. Ja, dann gucken wir mal auf die Map. Da können wir, ach ja, da können wir durch hier durch diesen Lüftungsschacht. Manchmal sieht man die gar nicht. Und Karajan ist schon völlig am Ausrasten. Aber interessant, dass er auch immer nur ausrastet, wenn wir hier ein Stück weiterkommen. Ja, hat mich so ein bisschen gesehen, aber nicht wirklich. Und so ein bisschen sehen bringt halt nichts. Ja. Da ist die andere Wache mit dem Schlüssel, der gegen die Wand glotzt. Das ist natürlich auch sehr, sehr schlau, gegen die Wand zu gucken, wenn man Angst hat, dass ein Ninja kommt und einen tötet. Dann würde ich auch gegen die Wand gucken und auch gar nicht in irgendeine andere Richtung. Aber ich könnte die jetzt halt mega mit dem Leuchter da killen. Oh ja, ich mach das auch, also. Aber wobei, das macht halt einen mega Lärm. Das macht halt so einen Mordslärm. Ja, wenn die... So, stopp. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass der Typ in Angst und Schrecken ist. Ich kann ihm immer noch den Schlüssel klauen, wahrscheinlich. Tja, ich wäre jetzt nicht gern der Typ, der da in Angst und Schrecken ist. Aber ich wäre eigentlich auch ungern der Typ, der jetzt versuchen muss, ihm den Schlüssel zu klauen. Wobei, vielleicht wenn er hier vorbeikommt an meinem Versteck, dann kann ich ihm vielleicht den Schlüssel einfach rausstibitzen. Weiß ich nicht. Ich kann gerade nur aus Versteck gehen. Ich frage mich, ob der sich auch wieder erholt irgendwann oder ob der... Versuch mal einfach. Ah!
Aber der hat keinen Alarm ausgelöst, oder? Oh, aber der hat mich gekillt. Na huch. Oh wow, der hat direkt Alarm ausgelöst. Das hatte ich auch noch nicht. Interessant. Ich glaube, ich mache erstmal. Ich mache, glaube ich, erstmal das Licht hier aus. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ja, ich lasse mich da gerade killen, so ein bisschen. Ich hoffe, dass der mich nicht nochmal sieht. There's the guard with the other key. I almost feel bad for him. Almost. Naja, was könnte man jetzt machen, großartig? Also wir können. Hallo? Der visiert gerade gar nicht das an, was ich will. Ah, okay. Ja, wir könnten wieder den. Ja, ich glaube. Also ich kill erst das. So. Jetzt sind die verwirrt und abgelenkt und so weiter. So, dann würde ich jetzt gern. Ich will das andere. Manchmal lässt sich das nicht so wirklich anwählen, was man will. Ich würde gern. Nicht das, das, genau. So, das würde ich jetzt anwählen. So, schauen wir doch mal. Eigentlich würde ich den ungern in Angst und Schrecken versetzen gerade. Naja. Werd gleich den Kronleuchter runterschießen und den einen Typen zu töten. Aber ich will halt nicht, dass der Dritte in Angst und Schrecken versetzt wird. Deshalb. Oh, vielleicht klappt das sogar, wenn ich den so kille. Warte. Ja, oh. Oh, verdammt. Na toll, dann habe ich das nicht geschafft. Dann kill mich mal bitte. Du sollst mich töten, Alter. Oh Mann. Wieso ist diesen Schlüssel zu bekommen so schwer? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, ich mach mal das Licht und das Licht gleichzeitig aus. Weiß ich nicht. Dreh dich um. Na. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, das solide zu beenden. Also einmal hatte ich es ja fast. Aber ich werde jetzt einfach mal andere Methoden ausprobieren. So. Ich mache mal wieder den hinteren, nur. Vielleicht klappt das ja jetzt. Na, hat leider nicht geklappt, aber fast. Oh, ja. Fails ohne Ende. Schrecklich. Aber was ich auch machen könnte eigentlich, das ist mir noch gar nicht gekommen. Dass er absichtlich hierher kommt, warte mal. Kann ich davor noch das Licht hier ausschalten? Na wunderbar, dann haben wir den schon mal gestealth-killed. Ohne dass der andere Typ davon was mitbekommen hat. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Und der Typ da hinten hat noch überhaupt keine Ahnung, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Oh wow, da hätte er uns fast gesehen. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich den Typen jetzt erledigen soll. Was man natürlich machen kann, ist, das dürfte der andere Typ eigentlich auch nicht hören.
Das als Ablenkung. Der Typ hat es auch nicht, also der Typ hat es noch nicht identifiziert zumindest. Das ist schon auf jeden Fall mal besser als alles, was wir davor gemacht haben. Wenn der Typ dann wieder Normalmodus ist, dann klauen wir ihn im Schlüssel und danach können wir ihn eigentlich auch killen, glaube ich. So, setzt er sich wieder hin und chillt? Oder bleibt er jetzt stehen und macht einen auf wilder Bube? Weiß ich nicht. Setzt sich hin und halt die Backen und lass dich killen, so in etwa. Ach komm, Alter, schau jetzt nicht alle 2 Sekunden in meine Richtung. Ist doch scheiße. Setz dich wieder hin und chill. Sollst chillen, Mann. Hm. Weiß ich nicht, ob der nochmals chillen wird in dem Game. Weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich aber, dass ich... ich könnte natürlich auch einfach das Licht ausschalten. So. Dann wird er auf gar keinen Fall chillen, aber jetzt wird er ein bisschen rumlaufen. Wobei, es war nicht so eine schlaue Idee, glaube ich. Naja. Ich könnte ihn halt töten, aber ich will ihn gar nicht töten. Sondern ich würde ihm gern, den Schlüssel klauen. Ah, ich habe halt Angst, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich gerade in dem Moment umdreht, dann habe ich es halt vergeigt. So in etwa. Ach, komm. No risk, no fun oder so. Oh, ich habe einen neuen Stil freigeschalten. Pfad der Stille. Der Typ da, der traut uns auch noch nicht so wirklich. Können wir einfach die Tür hinter ihm zumachen? Oder dreht er sich auch mal um? Hoffen wir mal nicht, dass er das macht. Okay, also. Oh cool, hier finden wir ein Artefakt. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da haben wir einen Hund. Aber ich glaube, der andere Hund hat uns auch schon nicht erschnüffelt. Das heißt, diese lass dich von jedem Hund erschnüffeln Sache wird nicht klappen. Und das klappt auch nur, wenn die Hunde uns erschnüffeln und nicht sehen, glaube ich. Das war unser Hauptproblem gerade. Ja, die Frage ist jetzt, wie den Hund töten ohne... Ah, cool. Ah, wir können mal gucken, was der Pfad der Stille denn machen kann. Wir haben halt schon wieder so viel Zeug, aber es gibt halt auch nichts Neues zu kaufen irgendwie. Dann lass ich es erstmal sein. Vorerst. Was ist eigentlich der Fisch hier? Ablenkungsfackel. Achso, okay. Dann machen wir hier fertig. Ja, brauchen wir nichts. Ich will wissen, was der Pfad der Stille ist. Laufen verursacht keine Geräusche mehr und du kannst 2 Ablenkungsgegenstände tragen. Allerdings hast du keinen Platz mehr für ein Schwert. Okay, das heißt, dann können wir keinen mehr töten. Ah, nee. Wir haben dann einfach keine unserer Ninja-Waffen mehr. Hm. Weiß ich nicht, ob mir das so wirklich gefällt. Ich behalte einfach mal den Standardstil bei. Und gucke erstmal nochmal auf die Karte. Da oben fehlt so ein Stück der Karte uns. Die ist so ausgegraut, aber ich weiß auch gar nicht, ob man da hinkommen kann. Also man muss da ja eigentlich raufkommen. Ganz allein schon, weil man eigentlich dem Vater eventuell hochkommen könnte. Ich probiere es einfach nochmal gleich. So, hier mit Karacho und Anlauf. Ja, aber ich komme dann da nicht rauf. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwie so einen Ninja, der besonders sportlich ist oder sowas. So, erstmal gucken. Erstmal gehe ich mal hier hoch und schaue mir mal das an, alles. Oh, und ich sehe, dass da ein Haken ist, also muss da auch wohl irgendwie ein Tunnel rangehen. Ich könnte natürlich auch versuchen, mich da rein zu glitschen. Ups. Also ich könnte halt auch versuchen, mich jetzt hier irgendwie so... Ja, da war der Haken gerade, mich so rein zu glitschen, durch die Wand durch. Mal schauen, ob das geht. Oder, nee, hat nicht geklappt. Hat ja schon einmal aus Versehen funktioniert.
Wollte ich mal wissen, ob man das auch abusen kann. Ging gerade nicht so tolle. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wir könnten von da unten rein und wir laufen jetzt nach ganz nach oben. Hier ist irgendwie kein Guard oder sowas. Also ich sehe zumindest keinen. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und schauen uns, ob das uns das irgendetwas gebracht hat. In irgendeiner Weise. Ja, wir sind auf jeden Fall weiter drin, als wir es davor jemals gewesen wären. Oh, und wir haben Cutscene. Look, there's Karjan. Hiding like a coward while his guards do the fighting. Töte Karajan, ohne entdeckt zu werden. Ja, das wird sich wahrscheinlich gar nicht mal so leicht sein. Eher im Gegenteil, das wird wahrscheinlich eher sehr schwer sein. Also hier haben wir keine einzige Wache, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal zwei Ziele. Weiß ich nicht, was sie bedeuten. Ja, wir müssen sowieso erstmal die Türen aufmachen. Weiß auch gar nicht, ob das schon die letzte Mission ist oder nicht. Wie gesagt, blind Let's Play. Oh, komme ich da nochmal raus? Ja, komme ich. Ich werde nämlich jetzt einfach mal nochmal hier runter gehen. Aber die Musik ist episch. Oh wow. Die Tür will ich nicht aufmachen. Gut, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Also wieder nach oben. Also ich werde sicher nicht die Tür aufmachen, wo der Sniper auf uns wartet. Da komme ich einfach nicht rein von vorne. Da kann man halt nichts machen. Da muss ich also hier außen rum gehen und es regnet wieder gar heftig. So, dann drücke ich hier nochmal ganz kurz auf die Karte. Lass mich mal hier runterfallen. Hier ist nichts interessant. Aha. Schauen wir doch mal, wer sich hier befindet. Niemand. Niemand, nichts. Okay. Aber hier müssten wir dann eigentlich runter können, oder? Ah, hier haben wir eine Statue. Die nehmen wir natürlich mit. Also dieses Artefakt halt. Aber. Wenn wir hier auch nicht reinkommen, dann müssen wir echt einen hässlichen Weg reinnehmen in die Burg. Aber vielleicht können wir ja von hinten rein. No fun intended. Ja. Gucken wir mal, ob es von hier einen Eingang gibt. Na, da steht nur eine Wache und da ist eine Tür, wo wir reinkommen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal ein wenig besser. Den können wir auch easy stealth killen. Ja, den können wir nicht da runterwerfen. Da würde ich gerne mal die Weitsicht hier benutzen. Oder heißt es Weitsicht? Ja, heißt es. Um zu sehen, ob man da rein kann. Nein, da kommt man nicht rein. Zumindest sieht es nicht so aus. Die Leiche lassen wir einfach mal da liegen. Wir sind auf jeden Fall schon weiter, als wir davor waren. Ah, dann machen wir hier den Hebel auf und dann... Ich nehme mal an, dass wenn wir mit dem Hebel hier... Können wir dieses Teil... Oh. Kontrollieren und das ist wahrscheinlich mein Tod. Nee, ist es nicht. Aber, ja, weiter kann ich das gar nicht verfolgen. Hätten wir uns einfach unten ranhängen müssen und dann nach links klettern. Wenn es mal wiederkommt, kommt es wieder. Ich hoffe doch, dass es wiederkommt. Hallo, ah, da kommt es wieder. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück im Unglück. Dass das Ding nochmal kommt.
Ja, die anderen Laser sind dann natürlich von der anderen Seite. Oh. So, Schalter benutzt, den ganzen Mist ausgemacht. So, jetzt habe ich irgendwas geöffnet. Ah, eine der Sicherheitstüren haben wir aufgemacht. Schönes Ding. Brauch kein Geld, Alter. Ich bin ein Ninja, Mann. Wir brauchen kein Geld. Ich glaube, dass man den Typen hier nicht da runterwerfen konnte, damit man jetzt hier nicht aufgeschmissen ist. Sondern dass man jetzt hier durchkommt. Oh, das war nicht mein Plan, den da runterzuwerfen. Ich wollte ihn nur ablegen. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir müssen tatsächlich auch da runter. Ah, da können wir noch nicht hin. Ha. Weiß ich nicht. Also da wollten wir nicht rein in diesen Anfangsraum. Aber wir können ja zum Glück nochmal hier hoch. Da ist nur dieser komische Bewegungssensor. Aber wir können den hier machen. Das war aber auch schon wieder etwas knäppisch. Und dann kommen wir vielleicht hier in den Turm hoch. Ah, aber hier ist so ein Laser auch. Voll Laser, Alter. Ja, aber da erwischt mich der Laser schon mal nicht. Muss ich nur warten, bis ich den galanten Wechsel vollziehen kann. Jetzt zum Beispiel. Oh. Hallo? Weiß ich nicht. Ja, viel Spielraum hat man da nicht, sag ich mal. Nee, so auf gar keinen Fall. Ja, Laser. Voll Laser, Alter. Man könnte... Ich hab hier dieses Ding hier, ne? Kann ich einfach eine Rauchbombe zünden. So. Und... Oh, der Laser hat mich trotzdem getötet. Und ich habe ein Achievement dafür bekommen, dass mich der Laser getötet hat. Auch interessant. Ja, ich dachte, die Rauchbombe sorgt dafür, dass mich der Laser nicht tötet. Aber scheinbar ist es nicht so. Vielleicht müsste ich mal nochmal nachlesen, wie das so wirklich funktioniert. Oh, töte den Karajan ohne entdeckt zu werden. Habe ich geschafft, obwohl ich das eigentlich nicht gemacht habe. Da ist wohl ein Fehler im Spiel oder sowas. Dann benutze ich mal die Rauchbombe hier. Ja, hat irgendwie funktioniert. Na, kann ich jetzt auf jeden Fall die blöden Laser ausschalten. Und benutze den Schalter hier. Und würde sagen, den letzten Teil mache ich in einen neuen Part, weil der hier schon wieder relativ lang ist. Es gehört ihm. Ich weiß, was er will und ich tue alles für ihn. Wunderbar. Ich werde dich leider nicht verschonen können, Karajan. Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Und tschüss.